geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin, Leute. Was geht's? Ich hoffe, bei euch alles fresh, Leute. Weiter geht es mit der Juve-Karriere. Und wir haben heute, ich weiß nicht, ob es heute schon ist, mal gucken, wie viele Tage haben wir noch. Könnte sein, dass wir es heute machen. Das Supercoppa-Finale gegen Rom. Ihr wisst es ja, Pokalsieger gegen Meister aus der Serie A. Wir waren beides. Also spielt man dann gegen den Zweitplatzierten aus der Liga und das war Rom in dem Falle in der letzten Saison. Rom hat Dings geholt, wer war das noch? Rashford haben die sich geholt. Ne? Also Rom keinen schlechten Kader, muss man sagen. Trotzdem nicht zu unterschätzen, wir haben leider schon den ersten Titel in der letzten Folge verspielt. Das war so bitter, Mann. Halbfinale, schon rausgeflogen im Vorbereitungsturnier, aber... Na gut, es ist ein Vorbereitungsturnier, aber wir wissen ja, wir wollen ja eigentlich jeden Titel gewinnen. Das ist natürlich bitter jetzt, aber gut, kannst nichts machen, Leute. Icardi, ne, müsste weggehen, beziehungsweise warten noch auf die Antwort, denn Arsenal fand es in Ordnung, 75 Millionen für Mauro Icardi, fanden die okay, ist jetzt die Frage, ob er weggehen wird. Stimmt, wir haben in der letzten Folge noch ein Angebot abgegeben für Odriozola, den Rechtsverteidiger von Real Madrid, und da haben wir gesagt, gut, ich will eigentlich den kaufen für 75 Millionen, wir haben uns doch geeinigt. Problem ist, wenn wir den kaufen, ich will ja eigentlich noch Dembélé holen für 76 und Messi einfach nur aus Spaß, aber das Geld würde nicht reichen, wenn wir jetzt Odriozola kaufen würden. Es sei denn, wir verkaufen natürlich jetzt Icardi, an den habe ich ja gar nicht gedacht. Wenn wir Icardi für 75 Millionen verkaufen, können wir uns Odriozola für 75 holen, sind plus minus null, also von daher alles easy. Aber da müssen wir jetzt erstmal drauf warten, ja, dass der Deal mit Icardi durchgeht, weil der, wie gesagt, schon das ein oder andere Mal dann im Endeffekt gescheitert ist wegen Icardi, weil der sich irgendwie nicht einigen konnte und hat sich bislang immer noch nicht gemeldet. Der braucht immer 8 Jahre, bis er sich mal meldet. Ohne Scheiß, der regt mich richtig auf, Leute. Checkt wie immer noch meinen Shop aus, Leute. Nice Designs in Schwarz und Weiß als T-Shirts, Pullover, Orange, Blau, Rot und Grün in den 4 Camouflage-Farben. Checkt es aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Ihr wisst es, wie halte ich denn das hier? Das hier, ne, gibt es natürlich auch noch, falsch rum, in Schwarz und Weiß, ihr wisst es ja, ihr kennt es ja, Leute, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe und die Handyhüllen, orange, blau, rot, grün, checkt's aus, ich danke euch und nicht vergessen, gratis, Autogrammkarte gibt es auch noch zur Bestellung dazu, also gerne abchecken, ich danke euch und Odriozola freut sich auf die Transferverhandlung. Ich hoffe, Icardi meldet sich mal jetzt, weil ich will den Deal eigentlich nicht durchgehen lassen, bevor sich Icardi der Ganove nicht gemeldet hat, ohne Scheiße. Der soll sich erstmal melden und dann gucken wir mal. Dann können wir nämlich immer noch weiterkommen. FC Liverpool besiegt Rivalen, das heißt, Liverpool wird gewonnen haben im Vorbereitungsturnier gegen Chelsea. Ja, wir haben ja gegen Chelsea verloren. Das heißt, die werden das Ding gewonnen haben. Wir starten in die nächste Trainingseinheit mit Ribeiro Silva, mit Tonali. Von Tonali halte ich ja sehr viel. 90er Potenzial. Mal schauen. Ribeiro da Silva geht hoch auf 77. Ist halt das Ding, weil der Jugendspieler ist Ribeiro da Silva. Weiß ich jetzt halt nicht, was der für ein Potenzial hat. Genauso wie bei Romano und Bruno. Kann man natürlich jetzt nicht so wirklich rauskristallisieren, was die für ein Potenzial haben. Vielleicht ist jetzt schon Schluss. Vielleicht trainieren wir unnötig. Kann so ein Ding ja sein. Was mit Audero? Der verbessert sich in letzter Zeit auch nicht mehr so stark. Den würde ich halt auch, wie gesagt, gerne ausleihen, aber er kriegt irgendwie, ich weiß nicht, kein Leihangebot, also irgendwie hat da keiner Interesse dran. Nein, Trainingsverletzung. Oh, Ferrari, ich dachte jetzt, das wäre es wieder gewesen, wenn sich jetzt wieder Icardi oder so verletzt hätte. Angebot für Romagnoli, die melden sich auch, also ohne Scheiß, Real Madrid will jede Transferphase Romagnoli kaufen. Jede. Ohne Witz, Mann. Jede Transferphase. Das ist natürlich bitter jetzt. Ferrari 7 Tage, Gott sei Dank nur Kniesehnzerrung. Ist okay, Monatsbericht der Jugendmannschaft ist da. Und ja, wir haben ja überlegt, der hier, aber das halt auch. Das Ding ist, wir müssen halt bald entscheiden, den hochzuziehen oder es halt zu lassen. Der hat halt 88er Potenzial. Aber für einen Rechtsverteidiger ist das halt auch wieder eigentlich in Ordnung, weil die haben halt meistens nicht viel, viel mehr, um ehrlich zu sein. Ja, aber ich weiß es nicht, Mann, weil der wird halt wahrscheinlich auch es dann nicht schaffen bei uns und nicht wirklich spielen. Was machen wir mit Romagnoli? Das Ding ist, wie alt ist der mittlerweile? Das ist schon 27, der ist auf einer 87. Ich glaube mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr dran. Der ist ja vorgeschrieben auf der Seite so FIFA mit einem Potenzial bis 89. Aber manchmal labern die auch ein bisschen Kacke. Also das stimmt nicht immer. Also von da habe ich mich ein bisschen verarschen lassen von der Seite. Ich sag's euch. Aber sowas von. Weil ich glaube, der wird niemals mehr höher gehen als auf 87. Problem ist, Digga, wir haben den glaube ich schon für 50 Millionen eingekauft. Wir verhandeln mal mit denen. Für 70 Millionen würde ich ihn vielleicht abgeben. Da müssen wir natürlich dementsprechend schauen, dass man... Na, wohl, wen haben wir gerade auf der Innenverteidigerposition? Wir haben natürlich
De Ligt, wir haben Umtiti, wir haben Romagnoli. Wir haben noch einen vierten. Ribeiro da Silva ist der fünfte. Wir haben noch einen vierten. Wer ist denn der vierte? Ah, hier ist Skriniar, stimmt. Skriniar. Okay. Das heißt, wir haben gerade fünf Innenverteidiger. Wenn wir jetzt, okay, wenn wir jetzt einen wieder abgeben würden mit Romagnoli. Oder haben wir sechs jetzt? Gute Frage. Wir verhandeln erstmal. So, wir gehen mal auf 75 Millionen. Also, wenn die 70 geben würden, wäre ich, glaube ich, bereit, den abzugeben. 57. Bleiben wir auf 75. Zack, wir bleiben mal erstmal da. Ich glaube, so hoch werden die nicht gehen. Ich glaube, das ist den der nicht wert. Oh, vielleicht doch, Alter. Scheiße, Alter. Sollen wir den abgeben für 75 oder nicht? Das ist die große Frage. Das ist die ganz, ganz große Frage, Leute. Das ist die ganz, ganz große Frage. Scheiße, Alter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Mann. Weil wenn wir jetzt auf 75 gehen, könnte ich mir vorstellen, dass die das Ganze annehmen werden. Aber ich weiß nicht so richtig, ob wir den abgeben sollen oder nicht. Weil eigentlich ist es auch schade, weil der ist halt bei uns in der Serie, in der italienischen Nationalmannschaft. Und ich habe halt gerne viele Spieler aus der eigenen italienischen Nationalmannschaft auch bei mir im Kader. Deswegen weiß ich nicht, ey. Wir verzögern es mal, Leute. Boah, Alter, ich weiß echt nicht, ey. Scheiße, Mann. Wir verzögern das Ganze mal. 70 Millionen ist schon stabiler Preis, Mann. Muss man sagen. Aber wäre schon ein guter Preis gewesen. Wir hätten wahrscheinlich vielleicht auch 75 kriegen können. Aber wie gesagt, ich weiß ehrlich nicht. Wir zählen mal kurz, wie viele Verteidiger wir jetzt haben. Entweder wir haben jetzt 5 oder wir haben 6. Wenn wir 6 haben, okay. Natürlich ein bisschen übertrieben dann. Pass auf, wir haben Ribeiro da Silva. Wir haben Umtiti 2, 3, 4, 5 haben wir. Ja gut, wenn ich jetzt gesagt hätte, wir hätten 6, hätte man überlegen können. Aber 5 und den, ne, wo ist er? Hier kann man natürlich auch nicht so wirklich mitzählen, weil in den Top-Spielen weiß ich dann jetzt nicht. Einfach 83 Tempo, Alter, so ein Biest, Mann. In den Top-Spielen weiß ich jetzt natürlich nicht, ob der dann da so schon on fire ist. Muss man da mal abwarten, ey. Deswegen, ich weiß es nicht, Mann. Ich glaube, wir lassen es, Mann. Auch wenn wir wirklich 70 Millionen wäre schon ein guter Preis. Weil ich wüsste halt jetzt nicht, wen wir dann, da müssten wir eigentlich einen guten Innenverteidiger holen. Aber ich wüsste jetzt halt nicht, wen. Das ist halt so das Ding. Was ist denn mit Icardi, Alter? Jawohl, Alter. Icardi wurde verkauft. Oh, wichtig, ey. Oh nein, Verhandlungsende. Ich habe Odriozola vergessen, Alter. Scheiße, Mann. Oh, Mist, Alter. Wir haben Odriozola vergessen. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Aber Icardi wurde endlich verkauft, Bruder. Ich fasse es nicht, Mann. Für 75 Millionen. Sehr, sehr nice zum FC Arsenal. Wie gesagt, bitter. Weil wir im Endeffekt damit 75 Millionen Verlust gemacht haben vom Ding her. Weil damals, ihr wisst es, vor anderthalb, zwei Jahren in der Karriere, hatte Real Madrid 150 Millionen geboten und wir hatten es natürlich klar akzeptiert. Ja gut, kann man nichts machen, Digga. Jetzt haben wir 75 Millionen weniger abgegeben. Naja, so ist es halt im Endeffekt, ne? Was soll's, Leute? Kann man jetzt nichts daran ändern. Sanchez könnten wir holen, ja gut, aber der ist gerade halt erst gewechselt. Das war's dann auch wieder. Was soll ich gerade schauen? Ah ja, Dings, jetzt, wir müssen warten jetzt erstmal, ja. Mist. Ja gut, ich habe den vergessen hier, den Odriozola. Jetzt müssen wir erstmal warten. Aber für 75 Millionen kriegen wir den auf jeden Fall, Leute. Das ist schon mal safe, das Ding. Was machen wir jetzt hier mit? Wo ist er? Ich wollte noch bei einem schauen. Okay, Alter, der ist auch schon... Was hat der? Ist er auch so wie Dembélé für so wenig zu haben? Ne, der hat keine Freigabesumme. Da haben sie diesmal nicht den Fehler gemacht mit der Freigabesumme. Das war cleverer. Das war 10-mal besser. Rashford ist halt auch so ein... Ich bin ja überleben die ganze Zeit so. Rashford oder Dembélé? Ey, Digga, weil Rashford ist auch schon... Obwohl, Rashford wird uns wahrscheinlich sogar mehr Geld kosten. Wir können mal schauen, Alter. Wir können ja mal kurz gucken. Na gut, die wollen 73 bis 98 Millionen. Und Dembélé könnten wir halt sofort kaufen. Die Freigabesumme ziehen für 86 war das, glaube ich, ne? Nicht 86, 78 sogar. Also von daher wäre natürlich wahrscheinlich safe billiger. Aber wir schauen mal. 10.000, ja, chillig. Ich will nur mal gucken. Alter, wir haben 240 Millionen schon wieder. Krasser Scheiß. Wir gehen mal auf 85. Wäre dann immer noch knapp 7 Millionen teurer natürlich als in Dembélé. Aber natürlich muss man dazu sagen, auch ein Jahr jünger. Vom Potenzial tut sich da bei beiden natürlich nicht viel. Und wir würden natürlich dementsprechend unseren Konkurrenten schwächen hier mit Rom. Aber darum geht es mir jetzt nicht unbedingt. Aber die wollen auch viel zu viel, Alter. 116 Millionen, krasser Scheiß.
Okay, läuft bei dir. Wir gehen auf 100. Also ich werde den eh nicht kaufen. Also ich werde, wenn der denselben Preis hätte wie Dembélé, dann könnte man überlegen. Ja, aber wenn nicht, werden wir auf jeden Fall Dembélé holen. Ganz klare Sache. Wenn er denselben Preis hat, okay, dann muss man überlegen. Aber denselben Preis wird er niemals haben, weil er halt, wie gesagt, schon einen Marktwert von 70 hat. Ich meine, Dembélé hat auch einen Marktwert von, ich glaube sogar 83. Dembélé hat natürlich, da haben die verkackt. Das ist ein faires Angebot. Das nehmen wir auf einmal an, 100 Millionen. Ja gut, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, 100 Millionen für Rashford würden die sogar akzeptieren, aber wissen die ja gar nicht, dass ich eigentlich gar nicht den haben will. Also, was heißt, ich würde ihn schon nehmen, aber ne, nicht für das, für das Geld. Vor allem ist Dembélé natürlich sogar noch ein Rating besser, muss man sagen. Aber ich wollte nur mal schauen, was sie für den haben wollen. Von daher aber 100 Millionen, na, es geht sogar, es geht. Obwohl, wenn du überlegst, du kriegst ihn am Anfang, glaube ich, kriegst du den Rashford für knapp 20, 30 Millionen, weil der halt am Anfang 83 hat oder 84. Also, das ist so eine Investition für Vereine. Natürlich nicht, wo man wenig Geld hat, aber so, ja, für Vereine, für Mannschaften, wo man mittelmäßig gut Geld hat, würde ich Rashford, muss man sagen, empfehlen, weil ihr seht das, Digga, der geht schon gut ab dann, ne, in der Preisentwicklung, muss man sagen. Also, das kann sich schon, oder was heißt das kann sich, das wird sich schon lohnen. Monatliches Scouting-Update ist wieder da. Und Rashford freut sich auf Vertragsverhandlungen. Ja, der Arme weiß gar nicht, dass wir ihn eigentlich gar nicht haben wollen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid gerade. Das tut mir gerade ein bisschen leid. Wir werden jetzt erstmal hier Rom verunsichern. So, das war's aber erstmal von der heutigen Folge, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ihr wisst es, ich bin jeden Tag am Start. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover, orange, blau, rot und grün in den 4 Camouflagefarben. Wenn ihr Bock habt, checkt es aus. Das hier gibt es ebenfalls in schwarz, in weiß, als T-Shirt, als Pullover. Also gerne abchecken. Kissen, Tassen, Turnbeutel, nice LED-Lampe. Ihr wisst Bescheid. Und Handyhüllen in orange, blau, rot und grün. Checkt es aus. Nicht vergessen, gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch. Zu eurer Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Ich danke vielmals für euren Support. Ich habe gerade gesehen, Alexandro geht zu Dortmund für 30 Millionen. Und den haben wir damals auch für 60 oder 70 Millionen verkauft. Läuft. Naja, das war's. Macht's gut. Bis morgen. Haut rein. Und Mailand holt Mina für 29. Ciao.